technisches Problem. Wir haben die Techniker hier im Hause. Ja. Ah. Und da hatte das gerade wahrscheinlich deswegen nicht funktioniert. Nehme ich mal an, die arbeiten hier an der Telefonanlage. Wird denn die Nummer von uns jetzt angezeigt, Herr Sommer? Anonymous. Hallo? Guten Tag, Frau Anonymous. Ja, mein Name. Da, hier steht Anonymous. Warum auch immer. Sind Sie von Anonymous Kollektiv? Nein, ich sagte ja gerade, wir haben die Techniker im Hause. Wird die Nummer nicht angezeigt, nehme Nein, ich das mal an. Nein, wird sie nicht. Deswegen hatte ich ja gerade gefragt. Ach so, na? Ja. Ja, wie gesagt, die arbeiten an der Telefonanlage. Ach, ich rufe eigentlich an vom ASE, Automobilservice Europa. Ich hätte ganz gern Dimitri Sommer gesprochen. Da haben Sie Glück, der ist schon am Telefon. Müssen Sie nicht nochmal vorstellen. Ist ja, das ist prima. Ja, hat da. Mit der Technik nicht funktioniert eben. Da, dann ist das so. Alles gut. Ich wollte gerade schon meinen Kumpel schlagen, weil der hat gestern das hier umgebaut alles. Der wollte so zweite Telefon, hat jetzt bei seinem eigenen Zimmer, dass der nicht immer bei Flur laufen muss. Seitdem geht gar nichts mehr. Ja, gut, dann haben Sie da vielleicht auch Probleme noch, ne, technisch, ne? Ganz bestimmt. Aber gut, ich sogar. Denke, das liegt jetzt an uns. Ist egal. Wollen Sie die Nummer eben aufschreiben oder reicht Ihnen das, wenn ich in Unterlagen zu kommen lasse? Wir reden ja jetzt miteinander. Richtig, ne? Gut, Herr Sommer, es geht ja bei uns immer ums Auto. Wir haben ja dieses Sparprogramm. Da gibt es ja Rabatte und Vergünstigungen, die Sie nutzen können, um die Kosten zu mindern. Zum Beispiel beim Tanken, das ist jetzt neu. Ja, beim TÜV, bei Reparaturen und so weiter. Und da wollte ich Ihnen kurz einmal vorstellen, wie das Auto? Funktioniert. Genau. Okay. Haben Sie doch, ne? Ja, ja, oder klar. Ich habe fette Benz. Ja. Ja, dann bin ich ja richtig, ne? Deswegen. Ich habe nur noch nicht ganz verstanden. Was haben Sie? Wir haben ein Sparprogramm. Wir richten uns an oder wenden uns an Autobesitzer. Ne? Ah, okay. Und da gibt es Rabatte und Vergünstigungen, die Sie halt nutzen können, um die Kosten zu mindern. Ich stelle Ihnen das kurz einmal vor, das dauert nicht lange. Was war das? Ja? Automobil Europa? Genau, Automobil Service Europa. Ah, okay. Ne? Wir haben auch einiges jetzt verbessert, das lohnt sich, deswegen. Oh, das hört sich gut an. Ist es auch. Deswegen, es geht jetzt zum Beispiel unter anderem darum, wenn Sie für Ihr Fahrzeug, sag ich mal, Ersatzteile brauchen, ja? Da. Oder auch Reifen, ja, Felgen, Verschleißteile und so weiter. Ja, brauche ich auch. Dann können Sie die nämlich ja, eben, man muss das ja hin und wieder haben, ne? Da kommt ja kein Autofahrer. Ja, ist so, weißt du, gerade die Reifen gehen bei Rennen immer so kaputt, weil du musst ja so anziehen und blärt, dann geht's vorwärts. Fahren Sie Autorennen, oder? Inoffiziell. Also, okay. Alles klar. Nee, ich habe kein Ferrari zu Hause stehen, wie Michael Schumacher leider nicht. Nee, das nicht. Ne? Kann man ja auch mit anderen Fahrzeugen, ne? Genau. Richtig. Ja, das darf zwar keiner wissen, aber ist geil. Ja, aber in der Stadt ist das gefährlich, ne? Nein, wir haben so alte, das, jetzt hätte ich fast U-Bahnhof gesagt, so alte Armee-Ding, wo haben die früher gearbeitet, das ist verlassen. Ja. Da kann man da geht das ja. Ja, da geht das ja, ne? Genau, richtig, ne? So Kasernen, so alte Kasernen. Ja, das ist nur mit Reifen eben und wegen den Eichhörnchen ist das Windschutzscheibe öfter kaputt gegangen. Ach Gott. Diese Viecher, mit Auto bist du schneller als Eichhörnchen und das ist dann halt Scheißendreck. Ja, klar. Da. Ja, so mal. Ich schicke Ihnen auch gerne Unterlagen raus, ne? Ich wollte Ihnen noch mal eben so ein bisschen was dazu sagen. Da, gerne. Also wie gesagt, Sie können das ja auch gemeinsam mit Ihrer Familie nutzen. Das ist jetzt bei uns neu. Ne? soll ich meine Frauen daneben setzen, wenn ich Autorennen mache? Nee, ich meine jetzt nur, wenn Sie Reparaturen haben. Das gilt auch für andere Fahrzeuge. Ach so. Deswegen. Na? Und ja, das ist halt ein Familienpaket. Wir haben das jetzt erweitert. Zusätzlich haben wir den Tankrabatt neu. Der ist auch klasse, weil da bekommen Sie auf 500 Liter gerechnet. Ab sofort dann 5 Cent pro Liter wieder gutgeschrieben. 5 Cent pro Liter? Das ist eine ganze Menge. 5 Cent. Ja, na? Das habe ich verstanden. Ja, genau. Auf 500 Liter gerechnet. Ich meine, ist jetzt nicht unbedingt ein Vermögen, aber haben oder nicht wie, haben. Wie ne? meinen Sie mit auf 500 gerechnet? Das ist jetzt die Obergrenze, 500 Liter. Na, ach Sie so. Haben wahrscheinlich dann... Ja, Sie haben wahrscheinlich die 500 Liter schnell zusammen, ne, wenn Sie da so viel fahren. Ja, ne? Aber wenn ich überlege, 500 mal 5 ist auch schon eine große Menge, oder nicht? Richtig, ne, genau. Also, eben. Ich sag mal so. Das reicht wieder für zwei Strafzettel. Ja, genau. Na, ob man jetzt einen Rabatt bekommt oder nicht bekommt, dann nimmt man doch lieber was mit, ne? Das würde ich doch auch sagen. Würde ich doch auch sagen. Genau. Richtig, ne? Okay. Ja, so, wie gesagt, das ist beim Tanken, ist es dann so, da sammeln Sie einfach nur die Tankquittung und schicken uns die dann im Laufe des Jahres zu. Das können Sie machen, wie Sie wollen. Okay. Es ist völlig egal, wo getankt wird und auch was getankt wird. Na, Sie können zu jeder x-beliebigen Tankstelle fahren und das auch europaweit, also in jedem europäischen Land. Ah, ja? Ich dachte jetzt schon, jetzt kommt sowas, aber Sie müssen bei Shell tanken.
Nee, nee, um Gottes Willen. Shell ist ja sogar am teuersten, ne? Ja, Also in ist den ja meisten so. Fällen, Weil die sind sie haben ja am teuersten. ihre tolle Kundenkarte und alle, die die nicht haben, die müssen das dann halt mitfinanzieren, ne? Richtig, So ne? ist das. Aber Sie sprechen jetzt, glaube ich, vom ADAC. Der ADAC, der hat, wie gesagt, einen Tankrabatt, wo Sie nur 2 Cent bekommen und dann müssen wir zu Shell. Ach, Ne? das kann Wir gut sind ja sein. nicht der ADAC, weil der ADAC hat ja im Grunde genommen nur eine Pannenhilfe und diese Standardleistung, die müssen Sie ja immer extra buchen. Ne? So, und sonstige Rabatte, so wie wir, das haben die ja gar nicht. Ne? Bei Kfz-Teilen und so weiter gibt es ja keine Rabatte. Ich glaube nicht, weil ich bin da nicht dabei. Der Typ ist immer so unfreundlich. Weißt du, die stehen hier immer bei jedem Laden und betteln die Leute an. Das kann ich nicht abhaben. Richtig. Wenn du so Ja, das belästigt wirst, wenn stimmt. die dir das aufdrängen wollen, dann würde ich also am Ja. liebsten den Pitbull loslassen. Aber das darf man ja auch Ja. nicht da machen. Nee, nicht so ganz sinnvoll, Nicht ne? wirklich. Der sinnvoll schon, nur nicht erlaubt. Weißt du, solche Drückerkolonnen, da kann ich nicht leiden. Ich finde das Nee, das ist auch nicht schrecklich. schön. Ne. Nee, das ist auch nicht Auch schön, von so ne? anderen Firmen. Überall gehst du in irgendeinen Laden rein, willst nur Wodka kaufen, musst du dich an 5 Leuten vorbeidrängen, die alle Geld haben wollen. Ich sag, blöd, ich Ja, gebe mein richtig. Geld hier an der Kasse aus, nicht woanders, aber egal. Richtig, ne? Ah, Ja, wir schrecklich. dürfen ja auch nur anrufen, wenn wir dazu aufgefordert werden, weil Sie hatten ja im Internet da was angeklickt. Deswegen rufe ich ja überhaupt an, sonst würde ich das ja gar nicht machen, Ich ne? habe ja von dieser Deswegen. ganzen Reparatur-Sachen, das lasse ich ja immer meinen Kumpel machen. Von daher habe ich da niemanden beauftragen, immer. Ja. Ja gut, bei Reparaturen, das können Sie ja auch weiterhin über Ihren Kumpel machen lassen. Das Also ist ja nicht das kann ich Problem. auch seine Rechnung reingeben? Seine Rechnung, in Ja, es geht Anführungszeichen? ja um die Kfz-Teile, ne? Die Rabatte Ja. bekommen Sie ja auf die Kfz-Teile und nicht auf den Arbeitslohn. Also von daher, ne, Ah. bekommen Sie da auf jeden Fall dann, ne, wie gesagt, das ist ja sinnvoll, gerade wenn der Kumpel das dann macht, ne? Richtig, richtig. Der Rakesh kann das ganz gut machen. Ja, eben, dann würde ich das ja auch weiter so beibehalten, ne? Das ist kein Problem, das können Sie weiter so machen, Also wenn ne? Sie mal Wie jemanden gesagt. brauchen, der Auto repariert, können Sie bei Rakesh anrufen. Ja gut, aber das ist in Berlin, glaube ich, ne? Und wir sind hier in Nürnberg. Ah, ein bisschen Ne? weiter weg, aber für gutes Bisschen Service weiter lohnt sich weg. zu fahren. Okay. Ja, sag mal, ich wollte noch kurz was zum Tankrabatt sagen. Wie Da, gesagt, sammeln Sie gern. einfach die Tankquittung ruhig mit der Familie gemeinsam und dann schicken Sie uns die halt zu. Sie bekommen das dann zum Jahresende ausgezahlt, Da. als Gesamtsumme. Ne? Da, okay. Ist also egal, wo oder was getankt wird. Und das macht halt schon eine Menge aus. Na, wir haben natürlich noch andere Leistungen mit drin, deswegen würde ich Ihnen auch gerne die Unterlagen rausschicken. Da haben Sie alles schwarz auf weiß. Ich kann das ja am Telefon nicht alles wiedergeben. Na, Na, aber das ist nur zu mal viel. so ein bisschen was kann tanken, das habe ich verstanden und ich habe Rabatten Richtig, ne? gehört, aber was für Rabatten kann man bekommen? Richtig, das müssen Sie dann nachlesen. Wie gesagt, da steht in den Unterlagen drin. Na, beim TÜV gibt es ja auch nochmal 20 Euro. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Es sind etliche Rabatte. Ne? 20 Euro Und kriege wenn ich Sie von TÜV? Fragen haben, bitte? 20 Euro bekomme ich von TÜV? Bei der Rechnung der Hauptuntersuchung. Ach Na, genau. so. Wenn Sie jetzt zum TÜV müssen, DEKRA oder wie auch immer, das ist also völlig egal, wo Sie das machen lassen, bekommen Sie über uns 20 Euro gutgeschrieben, wenn Sie da, ne, zur Hauptuntersuchung müssen. Ah, ich Na? verstehe. Ne, das sind alles Rabatte, die dazugehören. Mit dem TÜV muss ich dazu sagen, gilt nur für ein Fahrzeug. Ja? Alles Okay. andere gilt halt auch für mehrere. Da können Sie halt die Familie auch mit einbeziehen. Da, Ne? und wenn ich mir Eltern, jetzt, Geschwister, wenn ich mir jetzt Kinder. so Reifen kaufen, Ja. wie viel kann man Ja. sparen? Ja, das ist ja unterschiedlich. 40 bis 50%, so um den Dreh So dazwischen. Das liegt viel? meistens so zwischen 40 und 50%. Ne? Wer Genau. gibt das denn so günstig her? Das gibt's doch gar nicht. Ja, das läuft ja über unsere Kooperationspartner. Wir haben ja auch Firmen, mit denen wir da zusammenarbeiten. Ne? Sind dann aber keine Reifen aus Nordkorea. Nein, nein. Gut, aus Südkorea würde ich noch nehmen, die haben Infrastruktur, aber nicht aus Nordkorea. Die sind wahrscheinlich dann auch Ja. aus Eichhörnchen gemacht. Ja, genau. Das will ich auf meinen Nee, Big Benz nicht drauf machen. nee, um Gottes Willen. Ne? Nein. Ja, Also sag mal, ganz also das sind auch normale schon Reifen, ganz richtig. normalen Felgen. Das sind auch alles Originalteile, ne? Blöd. Das sind Geil. alles Originalteile, Und das ne? gibt's dann für fast den Hälften? Ja, wie gesagt, 50% ist die Obergrenze, so in der Regel liegt das so zwischen, ja, 40 und 50%, so um den Dreh, Finde ne? ich geil. Finde ich Aber richtig das steht geil. in den Unterlagen auch nochmal drin. Und wenn Sie Fragen haben, rufen Sie bitte an, dafür sind wir da. Da. Wir haben dann noch wieder extra Mitarbeiter, jeder hat sein Aufgabengebiet. Ah, Ja, ich der eine ist für verstehe. technische Dinge dann zuständig, andere für Kundendienst, wie auch immer.
Ne, weil alles kann ich jetzt auch nicht wissen, ne, das ist ja klar. Na, ich rufe ja immer an, wenn neue Rabatte kommen, das ist halt meine Aufgabe. Immer wenn Neuigkeiten kommen, da bleibe ich auch Ihre Kundenberaterin. Da. Und ansonsten rufen Sie einfach unter der kostenfreien Service-Hotline an, weil mich können Sie ja hier telefonisch eh nicht erreichen. Ach, ich bin ja ständig am Telefonieren. Welche Aktion ist denn jetzt gerade neu? Ja, hatte ich ja gerade gesagt, das mit dem Tanken. Das ist doch nicht neu. Und das mit dem Familienpaket. Doch sicher, bei uns ist das neu. Seit wann haben Sie das denn? Wir sind ja nicht der ADAC. ADAC hat das ja schon länger mit dem Tanken, aber die haben ja nur 2 Cent und dann müssen sie ja zu Shell. Richtig, und seit wann haben Sie das, bitte? Das ist jetzt auch kürzlich reingekommen. Kürzlich? Das kann aber nicht sein. Wie kann das denn dann sein, dass mich vor über einem Jahr schon Leute von Ihnen angerufen haben und mir genau das Gleiche erzählt haben? Ja, das waren ja weniger, ne? Es war ja weniger. Nee, das waren auch nur 5 Cent. Da habe ich mich auch schon gewundert. Das war aber weniger gewesen. Nein, das sind auch 5 Cent. Ich kann das gerne nochmal nachgucken. Aber das sind auch 5 Cent gewesen. Ja, aber Sie haben ja von uns noch keine Unterlagen bekommen, Herr Sommer. Nö, damals hatte ich auch noch andere Namen. Ja, sehen Sie. Sehen Sie, so ist das. Haben Sie geheiratet? Ja, sicher. Dann ne, das ändert sich. Nein, das ändert sich bei mir öfter mal. Okay. Das ist aber nicht weiter tragisch, das soll nicht zu Ihrem Nachteil sein. Aber ich habe auch, jetzt muss ich ja noch wissen, wenn ich das so Schweinegeld sparen kann, wie viel wollen Sie denn von mir haben? Ja gut, der Beitrag ist geblieben, das sind nach wie vor nur 9,95 € für sämtliche Leistungen. Im Monat oder aber bei Jahr? Bitte? Bei Monat? Das ist monatlich, aber Sie können es ja mit der Familie gemeinsam nutzen. Ehefrau also oder auch Lebensgefährtin, nicht zu vergessen, na, ist ja automatisch, ne? Oder richtig. Auch Eltern, Geschwister, Kinder haben sie noch nicht wahrscheinlich, ne, in dem Alter. Nein, aber viele Zuhörer, das ist auch wichtig. Ja. Ne? Ja gut, wie gesagt, mit der Familie können sie es halt gemeinsam nutzen. Ne? Die Karte ist halt übertragbar. Finde ich super. Gilt für alle Fahrzeuge. Finde ich super. Jetzt, wie lange gibt es Ihre Firma eigentlich schon? Seit 1958. Schon eine ganze Zeit. Aber ich muss ja mal sagen, ihr habt gute öffentlichkeitswirksame Arbeit, Blät. Wenn ich eure Firmenname bei Google eingebe, werde ich vor lauter Betrug gewarnt. Was ist da los? Hä? Wieso das denn? Weiß ich nicht. Hier Kostenfalle, Anti-Spam e.V., Verbraucherschutz.de, Automobilservice Europa auf Bauernfang, Vertrag widerrufen. Oh, Blät, was machen? Gelesen? Einfach bei Google mal ihre Firmennamen eingeben. Müssen Sie mal probieren. Ja, wir haben eine ganz normale Homepage, da können Sie sich ja die Homepage mal anschauen. Da ja, kann klar. Ich geben. Da steht ja das drauf, was Sie selber schreiben, aber wenn ich mir hier angucke, da gibt es so ein Portal, wo kann man Rufnummern bewerten. Ja, gut, da haben das Sie sind Dutzende negative Leute, Einträge. So bisschen, ja, das ist, sind meistens Leute, die so ein bisschen Frust abbauen wollen. Ne? Es gibt worüber? Ja meistens auch keine positiven Bewertungen, sondern negative Bewertungen. Das ist bei anderen Firmen nicht anders. Ja, Sie haben einen Stern von 6 möglichen. Das habe ich jetzt hier nicht im Blick, kann ich so nicht sagen. Interessiert mich auch nicht, weil, wie gesagt, Bewertungen sind ja sowieso meistens negativ. Ja, aber wer hat ein Interesse daran, sich da hinzusetzen mit Tasse Kaffee und das falsche Bewertungen da zu schreiben? Sagte ich ja gerade. Es gibt Leute, die wollen einfach ihren Frust abbauen. Ne? Und positive Bewertungen werden ja meistens gar nicht unbedingt eingetragen. Boah, das ist, das ist ja meistens so. Das ist wohl richtig. Aber wie gesagt, da können wir jetzt drüber fachsimpeln, kann ich Ihnen leider keine Auskunft zu geben. Ich kann Ihnen Unterlagen rausschicken oder auch die Internetseite geben, wie Sie wollen. Die Internetseite, da steht ja nur drauf, was Sie schreiben. Wenn hier Dutzende Leute schreiben, dass das alles Betrug ist und nicht so. Ja, aber sind Sie denn interessiert oder sind Sie nicht interessiert? Ne, ich bin eigentlich interessiert, dass solche Maschen irgendwann mal aufhören. Also von Ihrer Firma gibt dazu kein Statement. Wir haben da keine Masche, das haben wir gar nicht nötig. Wir sind schon seit 1958 am Markt, sonst wären wir nicht so lange am Markt. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Aber warum sind die Leute dann so negativ gegen Sie, wenn Sie so gutes Service machen? Ich glaube, sie hat aufgegeben. Ihr könnt ja gerne selber mal nach Automobilservice Europa googeln. Die gab es schon zu Zeiten von Kai-Uwe Mayer und haben euch das Blaue vom Himmel und goldene Kartoffeln versprochen. Und auch hier wieder, die sich rausreden, was die für Argumente bringen, das ist einfach nur traurig. Es ist einfach nur traurig. Also Leute, lasst euch nicht locken. Und auch wenn euch jemand einen Brief schickt oder eine Internetseite, da steht immer nur das drin, was die selber geschrieben haben. Wenn ihr einfach Feedback wollt, einfach mal nach den Firmen im Internet suchen. Also wie bei eBay, kannst du Bewertungen angucken und dann weißt du, was los ist mit den Leuten.
Klar, ein, zwei Negative gibt immer. Es gibt immer Kunden, die kriegst du nicht zufriedengestellt. Aber wenn die absolute Mehrheit der Leute sagt, Telefonbetrug, Kostenfalle, kalter Anruf und dann wie am Anfang, ich glaube, das haben die schon beim letzten Anruf, oh, meine Nummer wird nicht übertragen. Ich muss nochmal nachschauen, aber ich glaube, das ist Teil der Masche, damit die ihre Nummer nicht anzeigen müssen oder können oder das damit erklären. Viel Spaß!